Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Unboxing. Ganz oldschool, einfach jetzt mit Handy, weil gleich der Hangout anfängt. Wir sind gerade aus Polen gekommen und Paket ist da. So, mach mal die Finger lieber da weg, damit das Mikrofon frei ist. So. Weil ihr habt es ja mitgekriegt, dass meine Tastatur den Arsch hoch macht. Und Rudi hat mir eine empfohlen und Zulfler ja auch. Zulfler hat sie auch, die gleiche. Ich habe ja lange nach einer vernünftigen Tastatur gesucht. Und hier sind auch die Badebomben für Jula drin. Einmal drei Stück mit Ponys im Wasser. Und dreimal Einhorn am Strand. So. Das werdet ihr dann bei Odi mal einkaufen nochmal sehen. Und die Tastatur und den Karton dann halt auch. Ich habe mir die MXK Case Plus geholt. Also, das ist die MX Case Plus, steht jetzt nur da, weil diese Ding da halt mit bei ist. Und die soll sehr leise sein, weil ich mag diese mechanische nicht. Wenn die Kinder nämlich Fernsehen gucken und ich gerade Videos schneide oder bearbeite und Headset auf habe, dann meckern sie immer rum. Oh, das ist so laut. Und ich hatte ja mal eine mechanische Tastatur dran. Das war denen alle zu laut und das klackt zu laut und hast nicht gesehen. Und ich mag das auch nicht so weit reinzudrücken. Oh, sieht aber auch schön aus. Ich wollte eigentlich keine Logitech-Produkte mehr. Aber ich habe schon wieder das und noch ein anderes. Das werdet ihr da später sehen. Ah, hier. Mit Bluetooth oder mit dem Stick. Da ist Stick. Hier kann man ja die Tasten umschalten. Ich bin mal gespannt. Sollte ja hoffentlich Plug and Play. Oh, die hat aber wirklich Gewicht. So, die packen wir auch gleich aus. Wir gucken nur, was hier. Ah, hier ist das Pad drin. Ne? Oh, das ist ja schön schmal. Schön gummiert. Hier steht Logitech drauf. Kann man vielleicht. Ach, kann man nicht sehen. Ist zu dunkel. Warte mal. Ach, oh Gott. Alexa, Schrank an. Ja. So. Sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Schön. Und hier steht dann Logitech. Logi steht da nur da. Naja. Jetzt sparen sie sich schon die Hälfte vom. Dann haben wir hier den Stick. Ist da noch was anderes drin? Ah, der USB-Kabel, man kann so mit USB-C-Kabel anmachen. Oder halt mit dem Stick. Ich werde es wahrscheinlich mit dem Stick machen oder so. Und jetzt Kabel hier verlegen. Zum. Ist hier noch was drin? Nö. Nö. Das war's schon. Mal gucken, ob ich hier rein. Die hat wirklich. Also, die haben ja alle gesagt, dass er ziemlich schwer sein soll. MX Master 3. Achso, die passende Maus dazu. Ja, vielleicht später mal. Die kostet alleine ja schon wieder 90 Euro. Vielleicht später mal. Oh, die ist sexy. Die ist sexy. Och. Schön Dockpunkt. Und leise. Hörst du, Josi? Damit störe ich euch nicht. Schönen Druckpunkt. Macht sich sehr angenehm. Und eine schöne große Taste. Die war schön. Die ist bei manchen so klein. Die braucht die richtig fett, dass sie. Herrlich. Also macht wirklich mega sexy Eindruck. Hier kann man die Profile wechseln. Also die Geräte, wo verbunden ist. Hier ist dann der An- und Ausknopf und halt. So rum. Und hier ist halt zum Laden. Oh, und die hat halt auch so einen Annäherungssensor, wenn man rankommt. Jetzt blinkt sie halt nur. Mach mal, dass es mehr drauf ist. So.
Ja, jetzt blinkt sie halt nur, weil ich sie verbinden muss, aber normalerweise hat sie, ist sie denn dunkel und wenn man rankommt, fängt sie an zu leuchten. Genau, gute Idee. Nicht hochkant. So. Wir sind ja nicht mehr TikTok hier. Und nicht bei den Shorts. Ja, sehr sexy. Und dazu halt dann. Oh, ja. Oh. Oh, da kriege ich einen halben Orgasmus. Das macht sich toll. Schön. Ich habe eher gedacht, dass er vielleicht ein bisschen zu tief ist oder so. Aber nein, nein. Das macht sich gut. Die werde ich heute im Hangout gleich benutzen. Und dann kommt auch später dann nochmal ein Hardware-Video bzw. Fazit-Video. Aber jetzt werde ich erstmal anschließen. Das soll es für ein Unboxing gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich bin weg. Ahoi, sagt euer Odin.